hat nach dieser Attacke gegen Dvorak. Guter Pass direkt vors Tor auf Malpe und der Gegenzug über Jager. Auch ein guter Pass und Tor! Tor! 1:0 für die Tschechen. Torschütze Václav Prospal. Oder? Jager wieder mit dem Querpass. Ideal in den Lauf und Tor! 2:0! Ist das die Entscheidung? Zuspiel von Jaromir Jager und durch Rutschinski. Der zweite tschechische Treffer. Jovanovski, schlechter Pass. Ja klar, jetzt in der Hektik, in der Nervosität, dass da nichts mehr funktioniert, das ist wohl verständlich. Aber es ist irgendwo symptomatisch für das gesamte kanadische Spiel heute. So, jetzt Nash. Was macht er? Versucht selber. Da kommt die Scheibe noch vor Vokon. Und die Befreiung wird zum Tor! Empty Net Goal! 3:0! Es war irgendwie fällig. Auch im Bemühen, im Powerplay alles zu riskieren, auch das geht schief. Und jetzt jubeln die Tschechen. Jetzt ist alles klar. Jetzt sind sie. Jetzt vielleicht noch durch Smith. Aber wo kommt? Da bekommt er noch einmal vor das Tor. Und eine Rauferei schon wieder, Smith, jetzt rasten da bei den Kanadiern einige aus. Ja, das ist natürlich. Auch typisch. Ein ganzes Spiel nur. Ja, aber da gibt es ein paar, die können sich nicht oder wollen sich nicht beruhigen. Die wollen jetzt Radau, Randale machen. Und bieten hier ein unschönes Ende. So, diese Strafendurchsage wird sich gar nicht ausgehen für den Rest der Spielzeit, würde ich meinen. Die letzten Sekunden werden ausgezählt von den tschechischen Fans. Und jetzt ist es aus. Jetzt steht es auch in den Geschichtsbüchern der Sportannalen. Die Tschechen sind zum 11. Mal Weltmeister und zum 3. Mal haben sie das in Wien geschafft. Kanada hat schwer enttäuscht. Als Trost bleibt die Silbermedaille. Und das ist der Siegestanz des tschechischen Teams. Und Václav Klaus und die vielen tausenden tschechischen Fans hier in der Wiener Stadt jetzt im